Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Morgen am 1. Dezember erscheint War Tales im Early Access. Ein Spiel, dessen Entwicklung ich schon länger verfolge. Ja, weil es so viele Elemente hat, die mir wirklich gut gefallen. Ich konnte jetzt schon ein bisschen in diese Early Access Version reinspielen. Ich habe es natürlich nur angekratzt, weil das Spiel hat wirklich einen großen Umfang, selbst in dieser früheren Version. Und was ich gesehen habe, hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Und ich denke, es lohnt sich daher, das Ganze hier einmal vorzustellen im Rahmen eines angespielt Let's Plays. Ich möchte mit euch gewissermaßen die erste Stunde dieses Spiels gemeinsam verbringen. Und wenn sich das wirklich so entfaltet und gut weiterentwickelt, dann ist es auf jeden Fall etwas für ein Stream-Projekt oder ein Let's Play. Ihr werdet sehen, warum. Noch ein Hinweis, das Ganze wird es, die Early Access Version, natürlich auf Steam geben, aber auch bei meinem Keyshop-Partner Games Planet, wenn ihr ein bisschen Geld sparen wollt. In der Regel gibt es das dort für 10% günstiger, bis zum 19.12. sogar 14% günstiger, wenn ihr den Rabattcode STEINTALES nutzt. Und wenn ihr den Link in der Videobeschreibung oder im ersten Kommentar für euren Einkauf bei Games Planet nutzt, dann unterstützt ihr diesen Kanal. Dort bei Games Planet erhaltet ihr auch einen Steam Key, den ihr dann bei Steam aktivieren könnt. Gut, dann starten wir mal rein ins Spiel. Das Ganze soll, wenn es fertig ist, auch auf Deutsch erscheinen. Im Moment ist es nur in Englisch oder Französisch verfügbar. Ich starte ein neues Spiel. Ja, und vielleicht mal grundsätzlich, was ist das für eine Art Spiel? Das ist so eine Mischung aus Battle Brothers und Mount Blade, so könnte man das vielleicht sagen. Also ein Open-World-RPG, in dem wir aber nicht eine Person aus der Ego-Perspektive steuern, sondern eine kleine Gruppe von Söldnern, die sich auf der Welt, die wir von oben sehen, bewegen. Und ja, mit der muss man irgendwie überleben, die muss man bezahlen, Aufträge annehmen, um Geld zu verdienen. Und viel, 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 viel mehr, was wir gleich erleben werden. Wir müssen so ein bisschen unseren Hintergrund am Beginn bestimmen. Also, woher stammt jetzt unsere Gruppe? Was ist deren Background? Und ihr seht, je nachdem, seht ihr rechts, je nachdem, wie wir das auswählen, erhalten wir unterschiedliche kleinere Startbedingungen. Und vor allem unsere Truppe setzt sich unterschiedlich auseinander. Ich werde mal hier das nehmen, Deserteure, die vor einem irgendwie grausamen Kapitän geflohen sind. Das finde ich deshalb ganz gut, weil die schon einen Bogenschützen mit dabei haben. Finde ich als Klasse auch nicht schlecht. Und ich sehe, die Gefährten haben auch schon plus 50 Erfahrung. Allerdings gibt es plus 30 Verdacht. Das bedeutet wohl, dass, ja, dass es sein kann, dass man auf der Welt angehalten wird, weil man gesucht wird. Ja, es gibt da unterschiedliche Aspekte. So machen wir mal weiter. Wir können unsere Stärken festlegen. Also was ist unsere Stärke? Das gefällt mir ganz gut. Wir haben großen Widerstand. Unsere Konstitution erhöht sich um 10%. Mehr Trefferpunkte am Beginn ist, glaube ich, immer eine feine Sache. Ja, und was sind ihre Nachteile? Jeder Gefährte ein Gewicht weniger bei der Kapazität, die man tragen kann. Zufriedenheit, Crit minus 3%, Gefahr während des Rastens erhöht sich um 10%. Die Chance, dass Truppenmitglieder die Truppe verlassen, wenn sie unglücklich sind, erhöht sich um 10%. Wisst ihr was? Ich nehme das mit dem hier, mit der Tragekapazität. So, die ganze Bedeutung dieser Sachen werden wir dann gleich noch sehen. Dann können wir unsere Startregion auswählen. Es ist hier so, dass es also feste Gebiete gibt, die auch von Hand gebaut sind. Das ist vielleicht der Unterschied zu, ja, zu, eigentlich bei Mount & Blade ist ja genauso, die man erkunden kann und wenn man neue Gebiete erkunden kann. Und in Early Access gibt es 3 davon, die sind sehr, sehr groß im Übrigen und es soll natürlich noch mehr im Laufe der Entwicklung dazukommen. Wenn man jetzt ein neues Gebiet im Spiel erkundet hat, dann kann man auch dort starten und von dort aus die Geschichte auch des Gebietes erleben und erkunden. Ja, ich habe natürlich noch nicht so weit gespielt, deswegen gibt es nur dieses eine zur Auswahl. Kampfschwierigkeit normal, Simulationsschwierigkeit normal. Die Kämpfe sind teilweise sehr, sehr happig, zumindest in dieser Version, was ich gesehen habe. Also wir werden das gleich erleben. Das ist schon ganz schön gefährlich, hier unterwegs zu sein. Ja, und damit geht es los. Sehr atmosphärisches Artdesign, wie ich finde. Ja, und jetzt sehen wir hier nochmal unsere kleine Hintergrundgeschichte.
Ja, wir werden daran erinnert, dass Deserteure nirgendwo richtig willkommen sind. Naja, kann sein, dass unsere früheren Kollegen uns suchen. Also, das ist genau diese Gefahr, die besteht. So, und da starten wir. Und jetzt pausiere ich gleich mal, weil die Zeit weiterläuft, weil ich kurz die Grundprinzipien hier erläutern will. Ja, ihr seht es. Es ist im Prinzip so ein bisschen, also Mount & Blade-mäßig oder halt Battle Brothers. Bloß halt in 3D-Grafik, die ich sehr stimmungsvoll finde. Leider kann man nicht näher ranzoomen. So, das ist das Maximale. Ups, da habe ich jetzt schon was geöffnet, was ich euch noch gar nicht zeigen will. Das ist das Maximale. Ja. Und hier bewegt man sich, die Zeit geht weiter und entscheidend ist, man muss erstens seine Truppe ernähren. Ihr seht, wir haben Nahrung im Moment für einen Tag nur dabei und man muss sie bezahlen. Wir haben im Moment 50 Gold. Wir sehen, dass wir in 3 Tagen den nächsten Sold bezahlen müssen und wir müssten 78 ausgeben. Das heißt, wir müssen Geld verdienen. Außerdem, was gibt es noch für wichtige Komponenten? Ja, es gibt solche speziellen Punkte, die wir im Kampf ausgeben können für Spezialskills. Die erhält man beim Rasten zurück oder in Kampfsituationen. Dazu kommen wir mehr. Es gibt Einfluss, den wir durch ja, erfolgreiche Schlachten und Quests bekommen und dafür können wir unter anderem dann neue Gefährten anheuern. Und es gibt eine Zufriedenheitsanzeige für unsere Gruppenzusammensetzung. Da kann es solche Effekte geben, wenn es hohe Unzufriedenheit gibt, dass dann Leute die Gruppe verlassen. So, hier sehen wir, und das ist schon eine Besonderheit, dass es hier Ressourcen auf der Karte gibt. Es gibt ein sehr, sehr umfangreiches Crafting-System, was ich ziemlich cool finde. Wir können mal unser Inventar einblenden. Wir sehen, wir haben jetzt hier, ich glaube, Salbei ist das, was wir aufgenommen haben. Wir haben Rohmaterialien, da können wir unsere Sachen reparieren. Wir haben ein bisschen Medizin und wir haben 5 Brot, was je 2 Nahrung bringt, was hier zu 10 Nahrung kommt. Da drüben ist auch noch was, da laufen wir auch noch hin, aber vermutlich, das sind die ersten Typen, die uns hier überfallen wollen. Ja, sie laufen schon auf uns zu, ist aber egal. Ja, okay, es kommt zum ersten Kampf. Sind gleich Level 2 Gegner. Ja, und diesen Kampf nehmen wir natürlich an. Mit der Zeit übrigens nimmt dieser Verdacht auch ab. Es hängt auch so ein bisschen von der Gegend ab, wo man ist, ob das gefährlich ist oder nicht. Zu den anderen Sachen kommen wir gleich. Wir haben, warte mal, wir haben hier. Das sind unsere Gefährten. Wir sind zu viert und wir haben ein Pony bei uns. Und hier, das sehe ich an diesem Pfeil, gibt es schon ein Level Up. Und das sollten wir wohl schon mal machen, bevor wir in den Kampf gehen. Und da kann ich euch ein bisschen was über das Charakter- und Attributsystem erzählen. Also es gibt unterschiedliche Charakterklassen. Davon soll es sehr, sehr, sehr viele geben. Also ich habe keine genaue Zahl, aber über ein Dutzend. Und außerdem gibt es noch ein Berufssystem, was ich ziemlich cool finde. So. Aber das Wesentliche ist, dass die Ausrüstung einen Charakter mitdefiniert und ich glaube, von der Waffe kommen die entsprechenden Skills, die man hat. Ja, wir sehen, Rüstung ist natürlich ein Thema, auch beim Kampfsystem und Waffen basieren auf unterschiedlichen Attributen, im Wesentlichen Stärke und Ausdauer. Konstitution bestimmt die Hitpoints und ihr seht hier die Rüstung ist ein eigener Balken, der zuerst runtergehauen werden muss, bevor es auf die Lebensenergie geht. Aber das ist alles hier am Anfang nicht sehr viel, das werdet ihr sehen. Was gibt es noch für relevante Werte? Bewegung, ja, wie viele Bewegungspunkte man hat, ihr seht es. Willpower, Moral ist da relevant und kritische Treffer, ihr seht, 5% haben wir im Moment mit ihm. Das ist das Gehalt, was er haben will und das ist das, was er am Tag konsumiert und das ist, was er tragen kann. 53 unsere Maximaltragestärke im Moment. Das wird aber vor allem durchs Pony erhöht. Ja, und dann gibt es Skills. Es gibt sozusagen die normalen Kampfskills, einfach der normale Schaden, 5 bis 8 Schaden bei ihm, 8 Meter Entfernung und dann gibt es hier so einen Spezialskill, den man allerdings nur mit diesen Weller Points einsetzen kann. Ja. Da kann man erhöht, dass die Reichweite des nächsten Angriffes und die Präzision ist erhöht in seinem Falle. So, jetzt wollen wir mal ein Upgrade machen. Und hier können wir uns auf eine Spezialisierung erstmal festlegen. Bei Level 2, bei Level 3 geht das dann in so unterschiedliche Charakterklassen.
Und ihr seht, im Moment scheint es nur bis Level 9 zu gehen. Aber das dauert, ehe man das erreicht hat. So, was können wir machen? Jedes Mal, wenn diese Einheit ihren Zug neben einem Gegner beendet, aber nicht mit ihm im Nahkampf ist, dann kriegen wir einen von diesen Weller Points. Das finde ich schwierig für einen Fernkämpfer. Jedes Mal, wenn wir eine Einheit töten, dann bekommen wir so einen Punkt. Oder wenn wir eine Einheit neben unserem Verbündeten stehen lassen oder haben. Ne, ich würde mal sagen, machen wir mal das mit dem Töten. So. Und dann können wir hier Werte verbessern. Wobei ich finde jetzt Konstitution für einen Fernkämpfer nicht unbedingt so entscheidend. Nehmen wir mal Willenskraft. Das erhöht die kritische Hit-Chance. Ja, Dexterity wäre mir jetzt lieber gewesen, geht aber aus irgendwelchen Gründen nicht. Oder doch, könnte ich das auch erhöhen? Ne, könnte ich nicht. Nur da, wo ein Plus ist. Okay, dann machen wir Willenskraft. So, haben ihn aufs nächste Level gebracht und dann kommen wir jetzt in den Kampf. Alles Weitere dann dort. Tag 1, Stunde 14. So, das Kampfgebiet wird generiert, je nachdem, wo man sich auf der Karte befindet. Und das ist ein ganz interessantes System, das ich so auch noch nicht gesehen habe. Und zwar ist es so, dass nicht definiert ist, wer dran ist, sondern zwei von einem sind dran, dann ist der Gegner dran. Also in diesem Falle, weil wir 4-2 jetzt gerade kämpfen, ist das so aufgeteilt, sodass man selber entscheiden kann, was hier sinnvoller ist, mit wem man hier angreift. So, dazu muss man natürlich und die Eigenschaften unserer Truppe kennen. Und deswegen gucken wir uns die kurz nochmal an. Wir haben einen Typen, der hat einen Hammer. Allerdings auch ein Schild, das ist ganz gut. Der Hammer macht nur 3-4 Schaden. Aber der Schaden wird erhöht, wenn der Gegner noch Rüstung hat. Das heißt, der Hammer haut die Rüstung runter. Der hier hat ein Schwert und ein Schild. Der macht 4-5 Schaden und hat die Spezialfähigkeit Wrath. Okay, damit machen wir 4 Schaden. Wenn der Gegner weniger als 50% Gesundheit hat und wenn wir ihn dabei töten, dann bekommen wir Wut. Und damit erhöht sich der Schaden im nächsten Angriff um 50%. Dann haben wir unseren Fernkämpfer und dann haben wir ihn hier. Oder sie hier. Weiß ich gar nicht. Sie kann stabben. Okay. Das ist eigentlich ein normaler Angriff. Ein Dolchstoß, 6-7 Schaden. Aber wenn wir verdeckt angreifen, und zwar wenn wir den Gegner von hinten angreifen, dann erhöht sich die Crit-Chance um 30%. Außerdem hat sie Heilung als Sonderfähigkeit. Okay, so, wir haben jetzt. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier haben wir einen Fernkämpfer. Wir wissen, als erstes greift der an. Was hat der hier noch für ein... okay, wir sehen, genau. An diesem Symbol sehen wir, wer als nächster angreift. Ich würde den jetzt gerne erst einmal in einen Kampf verwickeln. Am besten mit dem, der Schaden an der Rüstung macht. Laufen wir mal dahin. Also, man hat Bewegung und Aktion unabhängig voneinander. Kann man auch trennen. Man kann 10 Meter ungefähr sich bewegen. Und das machen wir mal, dann hauen wir drauf. So, gut. Der Schaden war jetzt nicht so dolle. Okay. So, als nächstes, wir können noch einen bewegen, mit dem können wir jetzt nichts mehr machen. Beenden wir die Runde. Jetzt könnten wir natürlich mit dem dorthin laufen, dann sind wir im Rücken und können backstabben. Vielleicht nicht so doof, diese Überlegung. Mal gucken, ob wir einen Crit hinbekommen. 6-7. Ah, 9. Weiß gar nicht, ob das ein Crit war, aber die Rüstung ist zumindest runter. So. Und jetzt ist der Gegner dran. Der hat auch schon einen heftigen Angriff gemacht und er kann, wie wir sehen, sogar Gift verteilen. Wir sehen auch, was die Gegner können. Okay. Wow. Der hat einen Spezialschuss, der 5-10 Schaden macht und ein 2 Meter zurückstößt. Okay, der ist also in der nächsten Runde dran und jetzt ist die Frage, wir können unsere beiden bewegen. Wir kommen nicht zu dem Fernkämpfer.
Dann wird es vermutlich im Moment auf ein Fernkampfduell herauslaufen, weil ich denke, ich sollte Schaden machen. Das heißt, wir gehen hier daneben. So, und erst wenn drei Leute an einem dran stehen, dann gibt es die Surrounded-Eigenschaft. Genau. Und das erhöht den Schaden 20%. Oder vielleicht auch pro Person, die direkt in den Kampf kommen. Das kann auch sein. Na gut, greifen wir hier weiter an. Spezialangriff ist jetzt nicht möglich. 5 Schaden ist nicht so dolle. Okay, und dann kommen wir zuletzt zu unserem Fernkämpfer. So, und dann gucken wir mal. Er hat ja diese Sonderfähigkeit. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt einsetzen sollte. Das ist seine normale Reichweite. Wir können natürlich ein bisschen nach vorne gehen. Ich glaube, das schadet auch nichts. Dann brauchen wir diese Fähigkeit nicht einzusetzen. So, gucken wir mal. Wir haben 100%ig Trefferchance. Es gibt unterschiedliche Trefferchancen, also so gibt es in der Regel 100%, wenn der in Reichweite ist. Das Problem ist, wenn die eigenen Leute dazwischen stehen. Ihr seht es, wenn da jetzt zwei Leute vorstehen, dann haben wir nur 61% und die Gefahr ist hoch, dass wir unsere Gefährten selbst treffen. Deswegen greife ich hier an. Und ich vermute mal, dass der uns angreifen wird. Und ja, okay, mal gucken. Naja, er zielt darüber, okay. 8 Schaden. Naja. Gut, neue Runde beginnt. Den werden wir wohl jetzt erledigen. Und vielleicht ist es jetzt sinnvoll, wenn wir den, der die Rüstung untermachen kann, hier im Moment nicht in den Einsatz bringen, sondern versuchen, den jetzt erst zu töten. So, und dazu mache ich hier einmal den Step als nächstes. Und jetzt bin ich mir nicht sicher. Der hat jetzt weniger als 50%. Aber ich muss jetzt die Runde beenden. Jetzt könnte er diese Spezialfähigkeit machen. Ist die zusätzlich zu dem normalen Angriff? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich mache mal einen normalen Angriff. So, er hat noch 2. Ja, tatsächlich, die ist zusätzlich. Okay, dann nutzen wir jetzt diese Wrath-Fähigkeit und töten ihn. So, dann bekommen wir 2 positive Effekte. Er ist wütend, das heißt, beim nächsten Angriff macht er mehr Schaden. Und wir haben hier oben auch eine Moral erreicht, die dazu führt, dass wir einen Sonderbonus bekommen. Galvanization heißt der. Unser Schaden erhöht sich um 50%. Das ist natürlich enorm. So, insofern können wir überlegen, wir können uns tatsächlich sogar noch bewegen. Hervorragend. Dann machen wir das. Hätten wir vielleicht, nee, mit dem hätten wir uns ja vielleicht auch schon bewegen können, aber wir gehen erstmal dorthin, wobei das natürlich seine Fähigkeit, ihn zu treffen, reduziert. Okay, wir sind jetzt nicht im Kampf. Wir gucken mal, wir beenden jetzt seine Runde. Und jetzt könnte ich ihm die Rüstung runterhauen oder ich könnte so Schaden machen. Das Problem ist, wenn ich das jetzt mache, dann werde ich in der nächsten Runde mit ihm nicht mehr schießen können, weil wir im Weg stehen. Nee, dann mache ich das nicht. Passt auf, dann schieße ich so. Aber selbst das ist mit 77, 23 nicht so toll. Vielleicht nehme ich unsere Spezialfähigkeit. Das erhöht ja irgendwie... Ah, wahrscheinlich kann ich dann überhaupt doppelt... Ah, nee, warte mal. Ah, okay, alles klar. Das verbessert nur den normalen Schuss. Und jetzt habe ich 100%. Okay, mache ich das. Ja, ob das die richtige Reihenfolge war, weiß ich nicht. Hätte ich wahrscheinlich mit ihm genauso erreichen können. Nun gut. Bewegen. Ja, vielleicht können wir uns hierhin bewegen, damit wir beim nächsten Schuss irgendwie bessere Position haben. Jetzt ist er dran. Was macht er? Ach nee, er ist noch gar nicht dran. Ich habe nicht darauf geachtet. Dadurch, dass er eine tot war, hatten wir mehr Bewegungspunkte. Das ist ja super. Das ist ja super. Dann hauen wir hier nochmal rauf. 8 Punkte, hervorragend. Jetzt dürfte er am Zuge sein. Ja, als Fernkämpfer kann er natürlich nicht so gut angreifen. Sehr schön. Und damit beginnt eine neue Runde. Wir haben wieder 2, er 1. Okay, dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt mal mit ihm hier. Laufen hinten hin. Und stechen drauf. Ich sage immer ihm, aber das ist ja natürlich eine ihr. Entschuldigt bitte. So, und damit ist dieser kleine erste anfängliche Kampf, und es wird viel, viel schwerer, das kann ich jetzt schon mal sagen, der ist vorbei. Wir bekommen 12 Gold und wir bekommen einen kaputten Dolch.
der aber die Möglichkeit hat, vergiftet zu sein. Ah, sehr schön. Gut, das gucken wir uns an, ob wir das nicht gleich nutzen können. Und wir haben gleich ein nächstes Level ab und wir sehen allerdings, dass Rüstung hier beschädigt ist, die wir reparieren müssen. Dafür können wir jetzt hier unsere Rohmaterialien nutzen. Es ist aber auch, glaube ich, möglich, in Ortschaften zu reparieren. Wir werden mal gucken. Also ich glaube, das werde ich erst machen, falls es zum nächsten Kampf kommt. Wir bekommen Erfahrungspunkte und Einfluss. Seht ihr hier oben. Okay. Dann werden wir mal weiterreisen. Allerdings will ich natürlich jetzt mal gucken, ob wir nicht mit dem Level-Up hier schon was erreichen können. Und wir vergleichen mal. Wir haben dieses Ding. Wo sehen wir die Fähigkeit? Er bringt auf jeden Fall Ausdauer plus 4. Das ist natürlich, oder das ist natürlich deutlich besser. Und eben diese. Ja. Das nehmen wir und nehmen die Möglichkeit zu vergiften. Ansonsten vom Schaden her 6 bis 7, 5 bis 7 ist ja etwas besser, aber vergiften ist natürlich eine gute Sache. Okay, das heißt, wir haben auch ein. Ah ja, das ist der unterschiedliche Skill, der ja mit der Waffe dann mitkommt. Okay, gut, ich denke eine kleine Verbesserung für unsere Truppe und hier haben wir jetzt ein Level-Up für ihn hier. Mit seinem Hammer. Okay. Wir können ihm jetzt so eine Defensivfähigkeit geben. Deflection würde man erhalten, wenn man das aktiviert. Das heißt, der Schaden reduziert sich in der nächsten, beim nächsten Angriff um 70%. Also einer von uns sollte auf jeden Fall den Tank spielen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn der das ist, der den Hammer hat und dem Gegner die Rüstung runterhaut. Okay, wenn der eigene Angriff mehrere Gegner trifft, es gibt auch Area of Effect Angriffe, dann hätte man hier einen Vorteil. Ne, ich denke, ich nehme mal diese Defensivposition, gefällt mir ganz gut. Aber dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn man hier Konzentration erhöhen könnte. Scheint aber nicht zu gehen. Willenskraft, Bewegung. Bewegung scheint mir jetzt im Moment noch nicht sinnvoll zu sein. Ich auch hier, wobei Crit. Bewegung ist gerade für ihn vielleicht gar nicht so schlecht. Machen wir das mal. Aber nur ein Punkt. Ist es das wert? Ich weiß es nicht. Okay, wir reisen weiter. Wir reisen hier runter. Wir sehen, dort sind Ställe, die wir vielleicht mal besuchen können. Man kann übrigens hier auch eine Karte öffnen, aber jetzt kommen wir erstmal bei den Ställen an. Ja, und alles, was umrandet ist, mit dem kann man interagieren. Wir sehen hier ein Fass. Da liegt ein bisschen was drin, aber das X zeigt uns, das gehört uns nicht. Wir könnten es stehlen. Es gibt einen Beruf. Charaktere können nämlich Berufe erhalten. Ein Beruf Diebstahl, was in diese Richtung dann geht. Aber das wollen wir natürlich nicht. Wir können alle Charaktere, die wir treffen, uns anschauen, weil jeder Charakter hat im Prinzip die gleichen Eigenschaften, die auch unsere haben. Das ist ganz interessant. Ist natürlich vor allem relevant beim Anheuern von anderen Gefährten. Ubik, wir sprechen mal mit ihm. Ein Hufschmied, ganz offensichtlich. Okay, und er sagt uns, wenn wir ein Pferd kaufen, dann gibt er uns ein, na, wie heißt es auf Deutsch? Horseshoe heißt es natürlich nicht. Ein Hufeisen mit. Und wir sehen, wenn wir das kaufen würden, kostet 50 Gold, erhöht sich die Bewegungsgeschwindigkeit in der Welt. Denn wir können nämlich auch unsere Pferde gewissermaßen ausrüsten. Beziehungsweise, ich glaube, das käme einfach so, wenn wir es im Inventar haben. Ich weiß es nicht. Aber wir können hier zum Beispiel noch Satteltaschen anlegen, um die Tragekapazität zu erhöhen. Und ihr seht, selbst das Pferd oder unser Pony erhält Erfahrung. Was ganz Hübsches. Okay, aber das können wir uns bei weitem nicht leisten. Was sagt sie hier nochmal? Okay, sie erzählt so ein bisschen über das Land. Es ist tatsächlich so, dass es eine Hintergrundgeschichte gibt in dieser Welt. Und alles, was wir erleben, ist natürlich stark davon beeinflusst. So. Ihr tut es um ihre Pferde leid. Sie sind keine Soldaten. Wir sollen sie nehmen, wenn wir können. Weil sie ansonsten tot auf dem Schlachtfeld enden werden. Das Problem ist, dass die Ponys
die können wir nicht einfach so nehmen, sondern die kosten 180 Gold. Wenn wir die nehmen, erhöht sich, glaube ich, unsere Bewegungsgeschwindigkeit auf der Karte und natürlich unsere Tragekapazität. Also das ist ein Spiel, wo man sehr, sehr klug überlegen muss, wofür investiert man sein weniges Geld, was man hat. Gut, wir verlassen diesen Ort, weil im Moment es hier nichts weiter gibt. Gucken uns kurz um. Was ich euch zeigen wollte, ist die Karte, die wir hier so nach und nach aufdecken. Es gibt hier auch Fragezeichen, Dinge zu entdecken. Und diese kleinen Ausrufezeichen zeigen uns Quests an oder Dinge, die wir dort erlebt oder erfahren haben. Hier zum Beispiel, ich vermute mal, das ist das If the Horse Shoe Fits. Also, das heißt, wir bekommen dort dieses Hufeisen, wenn wir dort das Pferd kaufen. Naja, hier scheint es irgendwie einen Ort zu geben. Da sind Felder. Ich bewege mich mal weiter dort runter, diese Straße entlang. Hier oben, das ist übrigens die Erschöpfung unserer Truppe. Wenn die runtergeht, dann sollte man rasten. Wir sehen, da ist noch irgendwas in den Feldern. Das können wir uns vielleicht noch schnappen. Und wir sehen einen ersten Ort. Strom Cup. Ich pausiere mal, weil die Zeit wirklich weitergeht. Strom Cup. Und wir sehen, dass hier Händlerkarawanen auf dem Weg sind. Ja, und das, daran sieht man schon, dass diese Welt dynamisch ist, dass sie lebt. Die Orte, so wie bei Mount Blade im Prinzip, die Orte produzieren Dinge, Händler verteilen dies in der Welt und das kann man zu seinem Zwecke nutzen, zum Beispiel indem man selber Handel betreibt. Es gibt also ein Angebot- und Nachfragesystem mit unterschiedlichen Werten und also mit unterschiedlichen Preisen. Und man kann aber auch als Wegelagerer sein Geld verdingen, indem man zum Beispiel diese Handelskarawanen überfällt. Auch das ist möglich. Dann wird man natürlich gesucht und dann ist es gefährlicher. Aber das ist halt diese Freiheit, die man auch in diesem Spiel genießt. So, wir haben noch ein bisschen Kräuter gefunden. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein nach Storm Cup. So heißt es. Nicht Storm Cup. So, und damit betreten wir diesen Ort. Die Zeit läuft immer noch weiter. Deswegen pausiere ich sehr, sehr oft. Entschuldigt. Und was sehen wir hier in Strom Club? Wir sehen, 130 Einwohner leben hier und sie produzieren wollene Kleidung und Keramik. Wobei ich tatsächlich noch nicht den Punkt gefunden habe, wo man das kauft. Möglicherweise wird das erstmal freigeschaltet durch bestimmte Aktionen, ich weiß es nicht. Okay, gucken wir uns um. Es gibt hier eine Kneipe, eine Apotheke, einen Markt, die Stadthalle. Und einen Schmied. Gehen wir erstmal in die Kneipe. So. Und was sehen wir in der Kneipe? Wir sehen hier ein paar Leute, die wir ansprechen können. Ja, und das machen wir direkt mal. Zwei sind besonders markiert. Wir fangen mal mit dem an. Ein Emissärsas. Oder sie. Okay, sie gibt uns Arbeit. Gut, also hier bekommen wir unsere Missionsaufträge. Und ihr seht, die ganzen sind sortiert nach, die sind nicht sortiert, aber man sieht, welche Schwierigkeit sie haben. Und dann sieht man hier, in welche Richtung uns diese Aufträge führen werden. Und während die Karte und bestimmte Story-Missionen, ja, wie soll ich sagen, während die geschrieben sind, gibt es Aufträge, viele Aufträge, die generiert sind, wo man noch nicht so richtig weiß, was einen erwartet. Und insofern ist hier der Spielstart schon ein bisschen anders, aber auch nur begrenzt ein bisschen anders. Okay, und wir hätten hier einen Auftrag nach Quartia, Handel zu treiben. Okay, wir sollen dreimal Pottery, also dreimal Keramik, nach Quartia bringen. Ja, und jetzt ist die Frage, wo kriegen wir die Keramik her? Ich würde mal sagen, wir akzeptieren mal diesen leichten Auftrag, um 130 Gold zu verdienen. Und jetzt zeigt uns die Karte, also wo sich dieses Quartia befindet. Da müssen wir also jetzt hinreisen. Okay, alles andere ist, glaube ich, zu schwer. Es ist wirklich teilweise sehr, sehr hart. So, mehr können wir also hier nicht erreichen. Wir gucken mal hier, Iron. Ah, okay, das ist jemand, den wir rekrutieren können. Und wir sehen, was er kostet. 30 Einfluss, 60 Gold. Und er wäre ein Level 1 Speerträger. Beginnt mit so einer Forke. Da sehen wir aber schon mal ein paar unterschiedliche Charakterklassen. Auch ganz interessant. Wir haben Wald hier. Dasselbe. Er ist so ein Brute, den wir schon haben. Wen haben wir hier? Zeleka. Kostet ebenso viel nochmal eine Bogenschützin. Und ein Informant.
Aha, okay. Gut, also er kann uns auch Arbeit geben, aber das sind offenbar nochmal andere Missionen, die vermutlich ein bisschen kriminellerer Natur sind. Naja, genau, das deutet er an. Und ihr seht, diese können wir allerdings erst kaufen, wenn wir genug Einfluss haben. Und das sind ganz unterschiedliche Sachen, die allerdings, glaube ich, dieselben sind. Das sind sehr spezielle Missionen. Also die sind nicht generiert. Die habe ich schon auch gesehen in meinem Spielstand, natürlich noch nicht getan. Also einen verlassenen Turm erkunden. Zumindest schreit dort jemand aus dem Fenster. Ein Flüchtling sucht Hilfe und ähnliches. Also es verbergen sich wirklich viele, viele interessante Geschichten hier hinter. So, und dann haben wir noch den Wirt selbst, mit dem wir sprechen können. Ja, es gibt hier sehr, sehr viele Flüchtlinge aufgrund eines Krieges, der ausgebrochen ist. So, wir können hier Nahrung kaufen. Brandy gilt auch als Nahrung und erhöht die Zufriedenheit. Und hier einen Apfelkuchen. Nahrung 7, das ist schon nicht schlecht, kostet aber 30 Gold. Ah, naja, mal sehen. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit wir zusätzliche Nahrung brauchen, um da runter zu gehen. Einmal übernachten können wir mit der Nahrung. Wir können hier auch ein Rezept kaufen für 100 Gold, um dann selber Apfelkuchen herzustellen. Ja, es gibt wie gesagt ein umfangreiches Crafting-System. Das Rasten kostet uns hier 15 Gold, was ich auch ziemlich viel finde. In der Wildnis Rasten ist umsonst, aber man erholt sich hier mit mehr Punkten. Wir werden das nicht machen, weil wir Geld sparen müssen. Soweit hier dazu. Wir gehen mal gleich mal hier rein in die Apotheke, um gleich sich ein paar andere Sachen mal anzugucken. Hier ist diese Dame und die ver. Hier könnten wir uns heilen, wenn wir verwundet wären. Und wir können hier Zeug kaufen, ne? Medizin. Es gibt hier wohl so eine Art Pest in der Gegend. Da gibt es hier so ein Mittel dagegen. Vermutlich kann man selber betroffen davon sein. Und auch hier Rezepte für Öle, die man nutzen kann. Stärkeöl oder Öl zum Schärfen der Klinge möglicherweise. Das Ganze, weil es Rezepte gibt, kann man auch selber herstellen. Dafür braucht man ja entweder solche Handwerkstische, die man findet eben in den Städten, oder man kann teilweise wenn man kampiert, selber Handwerk betreiben. Allerdings müssen die Gefährten diese Berufe erlernen. Und auch das kann ich euch mal zeigen. Wir geben mal dem Ranger, das ist die Messerkämpferin, geben wir mal diesen Beruf. Ihr seht es, im Moment gibt es 9 Berufe, sollen aber noch mehr dazukommen. So, ich gebe ihr das mal und dann können wir mit ihr das machen. Und ihr seht, im Moment, wir können diesen Beruf natürlich noch nicht so gut, haben wir hier so ein paar Basisrezepte. Wir können Medizin herstellen, dazu brauchen wir Salbei und Schneeiris, die wir noch nicht gefunden haben. Und wir brauchen eine leere Flasche. Wenn wir unsere Medizin nutzen, dann kommt es zu einer leeren Flasche, logischerweise. Dann können wir das gewissermaßen auffüllen. Man kann aber auch so kleine Bomben herstellen. Dazu brauchen wir aber Schwarzpulver. Eisen hatten wir schon mal gefunden. Und hier, das ist so ein Molotow-Cocktail, den wir auch nutzen können. Dazu brauchen wir Kleidung, Brandy und eine leere Flasche. Also können wir jetzt alles nicht machen. Aber ich wollte euch zeigen, was hier alles geht. Und da geht einiges wirklich. So, wir haben den Markt. Jetzt frage ich mich, haben wir im Inventar. Ne, wir haben nicht diese Pottery bekommen. Und jetzt gucken wir mal, wo wir die erhalten. Vielleicht hier bei Ingangwit. Okay. Was hat er denn hier? Leder, Kleidung, Salz und wollene Kleidung. Ja, und wo bekommen wir jetzt diese Pottery her? Gut, also das wäre eigentlich der Punkt, wo man jetzt hier so lokalen Handel betreiben könnte. Könnte es sein, dass hier gerade Handelskarawanen möglicherweise aufgekauft haben? Bin mir nicht sicher. Aber wie kommen wir da ran? Okay. So, es gibt hier Bettler auch. Dem wir ein bisschen was geben können. Der putzt dann unsere Rüstung. Hier können wir ein bisschen Brot abgeben. Da bekommen wir Einfluss, aber Brot ist auch für uns wertvoll. Und hier gibt es noch weitere Händler. Aber ich glaube, die haben jeweils nur Fleisch.
Das braucht man zum Beispiel, um zu kochen, auch ein sehr, sehr wichtiger Handwerkszweig und Gemüse. Oder wenn man handeln will. Aber ich sehe jetzt noch nicht, wo wir diese Keramik herbekommen, die wir jetzt hier da unten hinliefern sollen. Es gibt, glaube ich, auch kein direktes Questbuch, sondern das ist alles dann auf der Karte vermerkt. Und der Weg ist weit bis dorthin. Wahnsinn. Ja, Leute. Schwierig, schwierig. Hier steht eine Kasse. Wir gucken hier nochmal vorbei. In der Town Hall. Hier finden wir nur Lady Marywes Gontrad, also die Bürgermeisterin. Ja, die mag keine Flüchtlinge. Das erzählt sie uns jetzt. Und sie sagte uns, ja, ja, hier gibt es genug Arbeit für solche Leute wie uns. Haben wir auch schon gefunden. Mehr gibt es im Moment hier nicht zu tun. Und ganz wichtig, hier ist noch ein Schmied. Bei diesem Schmied können wir unsere Rüstung reparieren. Das kostet uns 16, um zwei Rüstungen zu reparieren. Oder wir kaufen Rohmaterial. Das kostet 5 ein Rohmaterial. Ja, insofern ist es deutlich günstiger, wenn wir die Rohmaterialien kaufen. Oder hat er auch irgendwie beschädigte Rüstung? Nee. Es ist einfach nur beides hier beschädigt. Aha, es gibt auch einen unterschiedlichen Grad der Beschädigung, wie wir sehen. Er hat noch 2 von 10. Aber dann würde ich sagen, da kaufen wir dann wohl noch mal ein bisschen Rohmaterial ein. 1, 2, 3 vielleicht. Und reparieren das dann selber. Man kann auch Schmied lernen. Und ihr seht, erst wenn man die, ja, wenn man diese Gelegenheiten gefunden hat, kann man das dann auch lernen. Wir werden mal gucken, was es da gibt. Wir geben ihm das. Man kann diesen Beruf auch wechseln. Allerdings verliert man dann sämtliche Erfahrungen, die man in dem Beruf errungen hat. Jetzt ist am Anfang ist das noch irrelevant. Und wir sehen, wir können hier ein bisschen bessere Rüstung herstellen mit Leder und Kleidung. Besseres Schild, das uns noch so einen Guard-Bonus gibt. Möglicherweise hat das auf nebeneinstehende Gefährten Auswirkungen, bin ich mir nicht sicher. Und eine Wurfaxt und ein Wurfmesser. Es gibt wahnsinnig viele Gegenstände, ich glaube über 250, die man hier finden kann, mit denen man Handwerk betreiben kann. Das finde ich sehr beeindruckend. Gut. So, ich habe aber immer noch das Problem, dass ich nicht weiß, wo ich jetzt Pottery herbekomme, um jetzt diesen Auftrag. Kann ich das hier irgendwie direkt kaufen möglicherweise? Trade Goods? Sehe ich aber nicht. Das ist das Inventar. Das ist die Karte, die haben wir uns angeschaut. Wir können hier nochmal reinschauen. Das ist ganz interessant. Also hier sehen wir das sogenannte Kompendium. Und hier gibt es so allgemeine Fähigkeiten, die man lernen kann. Manche sind noch verdeckt, manche nicht. Zum Beispiel Run. Dann kann man mit Shift für eine kurze Strecke, glaube ich, oder so, oder auf Kosten von Erschöpfung sich schneller bewegen, um zum Beispiel Gegner besser auf der Karte zu verfolgen, die abhauen wollen oder sowas. Ausdauertraining, das erhöht dann einfach die Bewegungsgeschwindigkeit. Das kann man nutzen, wenn man hier Erfahrung, wenn man Wissen gesammelt hat für die Gesamtgruppe. Und das kann man ebenso einsetzen, um dann diese Berufe hier zu verbessern, beziehungsweise es kann auch sein, dass das über das interne Ranking funktioniert. Und dann kann man halt lernen, bessere Waffen herzustellen oder bessere Tränke. Aber man muss teilweise eben vorher auch die Rezepte haben. Und ihr seht, wie viel hier möglich ist. So, aber ich verzweifle gerade ein bisschen, weil ich nicht weiß, wie wir an unsere Keramik kommen. Vielleicht müssen wir so einen Händler draußen mal ansprechen. Sehr, 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 sehr doof. Vor allem, wir brauchen ja auch... oder habe ich die Quest irgendwie missverstanden? Da steht doch eindeutig, wir sollen Keramik verkaufen. Das heißt, wir brauchen Keramik. Okay, wir verlassen mal die Stadt und ziehen mal in die Richtung. Ich hoffe, ich bewege mich auch in die Richtung. Ja, die Richtung stimmt. Das ist immer wie die Karte. Die Karte kann man auch drehen, in welche Richtung die Karte zeigt. Tja, warten wir jetzt ein bisschen auf Händler? Egal, passt auf. Ich bewege mich einfach weiter. Da wollen uns welche überfallen. Hier ist eine Händlergruppe. Die spreche ich mal an. Das sind möglicherweise Flüchtlinge. Ich weiß es nicht. Hallo, Händler. Oh, verdammt.
Stifte schneller als die, ja. So. Und Sie haben natürlich jetzt nicht Keramik dabei, sondern alles Mögliche, Bohnen und Kram. Die könnte man jetzt überfallen und angreifen, aber ihr seht, die sind gut gerüstet. Da sind wir doch deutlich zu schwach dafür. Wir sollten stattdessen was anderes machen. Wir sollten unsere Rüstung mal reparieren. Repair All. Ah, schaut mal. Schaut mal, Repair All. Das kostet 4, nicht 2. Insofern war meine Rechnung falsch. Dann wäre es tatsächlich billiger gewesen, im Ort das Ganze zu reparieren. Ach, wie ärgerlich ist das denn? Gut, wir gehen mal zu den Flüchtlingen. Vielleicht haben die zufällig. Die hauen ab, haben die Angst vor uns. Aber mit denen könnte man auch handeln. Grease haben sie. Wir könnten ihnen was geben. Nee, nee. Ja, die haben Angst. Aber nein, wir wollen nichts von euch. So, das ist mir zu weit ab vom Wege. Zeit ist Geld hier. Oh, ein Banditenunterschlupf. Oh, Leute, wie soll man das denn bitte schaffen? Wir haben eigentlich zu wenig Nahrung, wir haben zu wenig Rüstung, wir haben kein Geld, um diese Keramik zu holen. Ich weiß nicht, ob das so klug war, diesen Auftrag anzunehmen. Und ich fühle mich nicht wirklich gerüstet, mit den Banditen es jetzt aufzunehmen. Wobei, es könnte sein, das war ja ein Fragezeichen, vielleicht ist es es nicht. Da unten finden wir noch was. Das ist Holz. Aha, okay. Wir haben die Welt erkundet und haben Progressionspunkte gemacht, Fortschrittspunkte. Hier können wir Fische fangen, das ist auch ein Beruf. Aber wir können jetzt erstmal diese Fortschrittspunkte nutzen. Und ich würde sagen, wir nutzen das, indem wir unsere Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen. Oder indem wir weniger Nahrung verbrauchen, auch nicht schlecht. Aber wir machen das mal mit der Bewegungsgeschwindigkeit. So, Ausdauertraining. Okay, das Erste, was wir gelernt haben. Und dann gucken wir mal hier beim Angler vorbei. Okay. Old Wilbert. Okay, er scheint noch nicht mal was zu verkaufen, sondern wir können hier angeln. Ich glaube, das ist mit einem Minigame verbunden, das ich noch nicht beherrsche. Das habe ich noch nicht gemacht. Man muss aber vorher einen Angler bestimmen. Dann werden wir dich mal zum Angler machen. Kann aber auch sein, dass wir das noch gar nicht können. Ah ja, genau. Uns fehlt nämlich ein Haken, um zu angeln. Den Haken, den können wir allerdings herstellen. Dazu müssen wir kampieren. Das könnten wir eigentlich mal probeweise machen. So sieht das aus, wenn wir ein Lager aufschlagen. Das ist auch ein sehr, sehr interessantes System. Zum einen kann man diese Leute hier bewegen. Und ein Lagerfeuer hat nur Platz für 4 Leute. Und ich glaube, nur wenn die am Lagerfeuer sitzen, dann bekommen sie noch so einen Bonus Fröhlichkeit. Ihr seht, das Campfire plus 4. Das heißt, wenn die Gruppe größer wird, dann braucht man mehr dieser Lagerfeuer. Und die kann man, glaube ich, hier herstellen. Und das ist die nächste Profession, Tinkerer. Die werde ich ihm mal geben. Und hier kann man halt, ja, so später sein Lager aufrüsten, aber so Alltagsgegenstände herstellen. Aber hier Campinggear, das ist vor allem interessant. Ihr seht, hier kann man so ein Steigeisen bauen. Da braucht man aber ein Seil. Hier ein Lockpick ist wichtig. Eisen. Man trifft auf Truhen manchmal oder Schlösser. Eine Fackel. Und hier kann man so einen Haken herstellen. Ich würde mal sagen, wir bauen mal ein. Wobei das auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, dieser Kochtopf. Dafür braucht man Holz und Eisen. Denn erst mit dem Kochtopf kann man jemanden zum Koch machen. Und dieses Essen ist halt wirklich sehr, sehr bedeutsam. Man kann dann halt auch in der Wildnis versuchen, zum Beispiel wilde Tiere. Man trifft auch auf wilde Tiere, mit denen man kämpfen kann, um auf diese Art und Weise an Nahrung zu kommen. Oder eben indem man fischt. Oder ein Zelt kann man sich bauen, wo man dann, ja, dem muss man den Gefährten dann zuweisen. Und dann bekommt man für jeden einen von diesen Punkten mehr. Dieses Limit erhöht sich auch mit der Zeit, wenn man hier aufsteigt. Gibt sehr viele coole Spielmechaniken, wie ich finde. Ja, wir können das mal ausprobieren. Ich habe jetzt wirklich keine Ahnung, wie das Fischen geht. Ich baue mal einen so einen Haken und kriege noch ein bisschen Erfahrung dafür. Und dann verlassen wir mal das Lager und versuchen noch mal unser Glück, indem ich jetzt hier einmal angle. So, wen habe ich zum Angler gemacht? Den hier. So. Und nun? Aha.
Okay. Man muss das wahrscheinlich hier mittig halten. Ich sehe schon. Mit Mausklick. Und tatsächlich, wir haben... Aha, das sind die Köder, die wir haben. Irgendwas haben wir gefangen. Irgendwie ein Aal oder sowas. Machen wir mal weiter. Es gibt tatsächlich bei vielen Berufen so ein Minigame. Das ist Geschmackssache. Ich finde es ganz cool, ehrlich gesagt. Zum Beispiel, wenn man Schlösser knackt, ist das ein bisschen Skyrim-mäßig gemacht. Aber das lässt sich jetzt hier, die Schwierigkeit dessen hält sich in Grenzen. Okay, das heißt, mit einem Haken können wir 3 Fische fangen. Nicht schlecht. Er scheint tatsächlich Aale zu sein. Und bringt uns 2 Nahrung wieder. Also das hat sich gelohnt. Das heißt, wir haben für, glaube ich, 6, ja, tatsächlich, wir haben für 2 Tage Nahrung. Hervorragend. Okay, eine Sorge weniger. Das Hauptproblem ist immer noch, dass wir nicht genau wissen, wie wir an Keramik kommen. Und vor allem weiß ich nicht, wo der Weg uns... Oha, das ist ja so weit weg, Leute. Das ist ein sehr, sehr ineffizienter Auftrag. Ich hatte einen, wo ich eine Gruppe Banditen besiegen musste. Die waren relativ in der Nähe. Ja, gehen wir jetzt hier irgendwelche Wege entlang oder gehen wir quer übers Gebirge? Die Gegend ist uns ja komplett unbekannt. Da ist eine Mine und da sind Gefangene. Die kann man befreien. Sowas gibt es. Ich versuche jetzt mal irgendwie hier den Weg über die Berge zu finden. Ah, hier finden wir noch was. Da ist im Wald was. Es gibt so viel, was uns hier ablenkt. Ach, das ist nur wieder so, sowas. Das sieht aber interessanter aus, ne? Aber wir haben nicht so viel Zeit. Wir sind erschöpft. Und da ist ein nächster Ort. Okay. Ich lasse mich jetzt einfach mal ablenken. Was ist das hier? Was haben wir denn hier gefunden? Ach, Pilze haben wir gefunden. Und das sind irgendwelche Banditen, ganz offensichtlich. Okay, das ist kein Ort. Das ist nur so ein kleiner... Weiß ich nicht, was das ist. Ein kleines Bauerngehöft, eine Schäferei. Vielleicht können wir hier Pottery kaufen. Aber es sieht nicht so aus. Was ist er denn für einer? Oder sie? Ja, sie erzählt uns, dass die Eltern Schafbauern waren. Ah, okay. Die sind auch Flüchtlinge. Hier haben sie erstmal Unterschlupf gefunden. Okay, aber unglücklicherweise haben sie mitbekommen, dass dieses Gebäude jemandem gehört, der Wilbert heißt. Sie möchte gerne das ihn treffen und ihn überzeugen, dass sie hier bleiben dürfen. Okay, aber sie möchte, dass sie eskortiert wird. Tja, das bringt uns ein Medaillon, 20 Ansehen, aber plus 20, ich weiß nicht, was das bedeutet. Ach, hier sehen wir das. Ah ja, genau, das wollte ich noch erzählen. Dieses Symbol zeigt uns, wie wir voranschreiten damit in der... Region, die Geschichten der Region zu erleben. Wenn das auf 100 ist, dann hat man gewissermaßen die Region zumindest storytechnisch erkundet. Nicht die Missionen, aber jede Region hat so eine eigene Storyline zu erzählen. Und das scheint eine davon zu sein, die sich um diese Flüchtlinge dreht. Ja, ich würde mal sagen, wir akzeptieren das, wo wir eh keine Keramik bekommen. Wobei, Geld kriegen wir hier leider auch nicht. Oh, und das ist nicht so weit. Okay, sie sollen sie dort treffen. Interessant. Und das sind wahrscheinlich ihre Eltern, ne? Hm. Okay, aber sie haben nichts zu verkaufen. Wir könnten ihr jetzt was geben. Aha, okay. Es kann wieder aufgebaut werden. Und wir würden ein Rezept bekommen, irgendein Kochrezept, wenn wir ihnen 10 Holz geben. Sehr interessant, haben wir aber nicht. Okay, wie habe ich das jetzt verstanden? Das ist vermutlich jetzt sie, die da hinläuft. Dort sollen wir... Oder sollen wir sie jetzt schon begleiten? Möglicherweise. Das ist diese Mine, die wir gefunden haben. Okay, warte mal kurz, wir drehen das mal. Dann laufe ich mal hinterher, ne? Aber sie ist natürlich schneller. Irgendwo im Wald ist sie jetzt verschwunden. Ist das möglicherweise... Ach, wisst ihr was? Das ist der Fischer.
Old Wilbert. Das habe ich mir natürlich... Ja, natürlich, Old Wilbert. Ah, dem gehört das. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen gehabt. Ja gut, dann treffen wir sie mal dort. Okay, er lehnt ab. Sie versucht ihn zu überzeugen. Er will das auf keinen Fall. Er hat das geerbt von seiner Schwester. Das will er nicht weggeben. Aber ihr braucht es doch gar nicht. Ihr seid doch nur Fischer. Wir könnten es doch nutzen. Das ist meine Angelegenheit. Okay. Das hat ja nicht so gut geklappt. Sprechen wir nochmal mit ihr. Okay, sie will nirgendwo hingehen, bis dieser Typ zu Verstand gekommen ist. Sie lehnt es ab, dass sie mit ihren Eltern wieder auf die Straße rausgeht. Okay, wir sollen ihn überzeugen, dann bekommen wir unsere Belohnung. Okay, also die Frau hat kein Recht. Was können wir machen? Wir können ihn bedrohen. Wow, das führt dazu, dass wir richtig gesucht sind. Das heißt, okay, das ist sehr gefährlich. Oder wir können ihn bestechen. Oder wir können sagen... Oh, wow, er bezahlt uns, wenn wir... wenn wir dafür sorgen, dass sie abhaut stattdessen. Wow, okay, alles klar. Ihr seht also, die Missionen sind auch nicht nur so ganz banal, irgendwie einseitig zu lösen, sondern hier gibt es noch ein paar Möglichkeiten. Ich mache jetzt mal das, was vielleicht moralisch nicht gerade das Beste ist, aber wir haben kein Geld, ihn zu bestechen, und das ist jetzt der einfachste Weg, um ein bisschen an Ansehen zu kommen. Mal gucken. So, was können wir mit ihr jetzt? Irgendwas? Wow, wir müssen sie angreifen. Oh mein Gott. Wie fies ist das denn? Ich mach das jetzt mal. Auch wenn ich das normalerweise wahrscheinlich nicht tun würde. Damit kommt es zu Kampf. Aber ich sehe gerade, oh Gott, unsere Gefährten sind überhaupt nicht... Uiuiuiui. Ich habe vergessen, unsere Rüstung zu reparieren. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir die richtigen reinschicken. Ja, das sind genau die, die keine Rüstung haben. Na toll, was kann sie? Uiuiui. 13 Schaden. Oh. Sogar gegen alle in ihrem Umkreis mit Gift. Und ich habe meine Rüstung nicht dabei. Eieiei. Ich glaube, das habe ich mir nicht gut überlegt. Ich gehe mal hin. Ja, eigentlich bist du... Das ist jetzt richtig doof gelaufen. Richtig doof gelaufen, dass ich ihn nie repariert habe. Ne, pass auf, das machen wir anders. Wir starten mit dem Fernkampf. Dann haben wir nämlich noch freie Schussbahn. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Ah ja, 100%. Sie hat 17 Rüstung. Das ist auch gar nicht so schlecht. Deutlich besser, als wir haben. So, dann gehen wir... Das war's erstmal. Dann gehen wir mit ihm hin. Er haut mit dem Hammer einmal drauf. Okay. So, dass ich meine Rüstung nicht habe, das kann jetzt tödlich enden. Habe ich echt verpeilt. Dann gehen wir hier hin. Machen einen Schwertangriff. Der aber nur 4 Schaden macht. Erbärmliche 4 Schaden. Und dann kommt sie hier mit dem Dolch. Und greift von hinten an. Jetzt ist natürlich das Problem, dass sie mit einem Rundumschlag uns allen 13 Schaden zufügen kann. Was echt krass ist. Aber es ist, glaube ich, besser... Okay, sie ist fast tot. Aber sie kann eben noch einen Schlag setzen. Ja, aber noch leben wir. Allerdings, wenn wir die Runde hier in der Giftwolke beenden, dann kriegen wir nochmal zusätzlich Gift. Aber egal, das kriegen wir hin. Oh Gott, die arme Frau. So, die Schlacht ist bestanden. Wir haben 14 Gold dadurch noch erhalten. Jetzt können wir direkt mal Repair All machen und auch Heal All, weil es gab Verletzungen.
Das Gold nehmen wir mit. Und wir holen uns unsere Belohnung. Gute Arbeit. So, was haben wir bekommen? Okay, und ihr seht, das ist quasi eine Story-Quest, die wir jetzt abgeschlossen haben. Ja, genau, es war eine Sache des Prinzips, dass wir das erledigt haben. Und wir haben... Ah, wir haben so eine Fliege bekommen, mit der wir besser fischen können. Ah, wir können damit als Spezialeffekt zwei Fische auf einmal bekommen beim Angeln. Das ist ja super, gerade mit Blick auf die Essensknappheit hier. Das finde ich gut. Das hat sich gelohnt, diese Frau zu verraten. So, und jetzt kommt hier dieses Symbol. Wir sollen campen, weil unsere Truppe erschöpft ist. Und das mache ich jetzt auch. Und dann seht ihr nochmal das Schlafen. So, das macht man nämlich über diesen mit dem Feuer. Und jetzt bestimmen wir, welches Essen unsere Gefährten haben sollen. Es ist so, dass immer, wenn man übernachtet, brauchen sie Essen. Und ihr seht, 6 ist verlangt. Wir haben das schöne Brot, wir haben den Aal. Ich würde mal sagen, wo wir den frischen Aal hier gefangen haben, nutzen wir den hier. Und wenn es Zeit ist, dann müssen wir unsere Leute auch bezahlen. Die Zeit ist Gott sei Dank noch nicht gekommen. So, jetzt übernachten wir. Und wir haben eine Nachricht bekommen, dass der Anführer der Flüchtlinge uns treffen möchte. Und da haben wir auf der Karte ein Symbol bekommen, wo das ist. Und das scheint auch eine dieser Story-Quests zu sein in dieser Karte. So, und wir haben 2 von diesen Action-Points zurückbekommen und wir sind jetzt wieder gut ausgeruht und könnten jetzt hier unseren Weg fortsetzen. Sie können wir hier verbessern. Ja, dann werde ich mal machen, wenn wir neben einem Feind die Bewegung beenden und nicht im Kampf sind. Das ist ja bei ihr häufig der Fall. Das passt insofern. Und ich glaube, ja, Crit wäre bei ihr eigentlich das Beste. Besser als Konstitution. Machen wir das mal, um hier aufs nächste Level zu kommen. Ja, und nun müsste man sich überlegen, wie es weitergehen würde. Wie kommen wir hier noch an unsere Keramik? So weit weg. Aber Gott sei Dank sieht es so aus, als ob es kein Zeitlimit gibt. Das heißt, diese Quest könnten wir auch noch ein bisschen vor uns herschieben. Oder treffen wir uns erst mit den Geflüchteten? Ja. Auf jeden Fall bietet das Spiel, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel Inhalt. Wenn es, also schon jetzt in der Early Access Version, das ist mein Eindruck. Aber es wird auch noch mehr, deutlich mehr dazukommen. Ein Jahr soll es maximal dauern. Und die Entwickler, wie gesagt, die haben ja Northgard gemacht, ein super Spiel, was auch wirklich gut immer weiter gepflegt und entwickelt wurde. Also das klingt alles sehr seriös. Wir können uns kurz hier noch eine Sache anschauen. Denn ihr seht, es gibt auch bestimmte Pfade, die wir einschlagen können. Das ist so ein bisschen diese Richtung, in die wir gehen können. Wir können hier so in Richtung Power und Macht gehen. Das heißt, vor allem Kämpfe führen, also klassisches Söldnergeschäft. Wir können in Richtung Handel und Reichtum gehen. Hier können wir bestimmte Titel erringen. Dann in Richtung Kriminalität und Chaos, also wenn man die Leute beklaut. Oder in Richtung Mysterium und Weisheit. Hier geht es um das Untersuchen von Antiquitäten. Und also es gibt noch wahnsinnig viel, was wir jetzt gar nicht bisher gesehen haben. Es gibt ja auch, wie gesagt, 9 Berufe, von denen wir noch nichts gesehen haben. Koch ist einer davon. Und das Ganze wird immer weiter noch ausgebaut. Grundsätzlich muss man sagen, ihr habt gesehen, es ist Low Fantasy. Also das bedeutet, das habt ihr noch nicht gesehen. Also es ist nicht reines Mittelalter, sondern es gibt auch so Low Fantasy Kreaturen. Also ja, mal so Untote oder so Geisterwölfe oder sowas wird vorkommen. Aber es gibt keine Zauberer, es gibt keine Magie. Zumindest nicht direkte Magie, die von Menschen irgendwie genutzt werden kann. Sondern es ist eben diese sogenannte Low Fantasy, also mit leichten, fantastischen Anteilen. Jo, soweit zur Vorstellung. Wie gewohnt werde ich größere Projekte mit solcher Art Spiele nicht unternehmen, solange sie noch im Early Access sind. Aber ich werde das Spiel aufmerksam verfolgen und freue mich sehr auf die Entwicklung. Hat wirklich sehr, sehr viel, und ihr versteht vielleicht, was ich sagen wollte, viele Elemente, die ich cool finde. Es hat halt diese große Sandbox, dass man sich relativ frei entfalten kann. Es hat ein schönes strategisches Element mit diesem Inventar-Management-System, mit der Überlegung,
wie investiert man jetzt sein Geld, seinen Einfluss, was macht man als nächstes? Also das ganze Truppenmanagement, das ganze Inventarmanagement finde ich auch toll bei diesem, bei so einer Art Spielen. Dann ein sehr, sehr komplexes, umfangreiches Crafting-System, was ich persönlich auch immer sehr motivierend finde. Man kann, wird dann natürlich seine Waffen verbessern können, man wird Sachen finden. Es gibt auch legendäre Items, die man finden kann und. Also es gibt so viel, was jetzt hier noch nicht eine Rolle gespielt hat. Ja, und. Vielleicht habt ihr auch euren Spaß daran. Ich denke, das Spiel werden wir hier auf diesem Kanal noch einmal wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, euer Steinwall.